Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich dir mal meine Drehbank zeigen. Aber ich werde sie dann nicht nur zeigen, ich werde die von Grund auf ein bisschen verbessern, denn da sind so ein paar Punkte an der Maschine, die einfach von Haus aus nicht so gut sind. Da werden wir ein paar tolle Sachen verbauen und eine wichtige Sache werden wir oben hier auch am Werkzeugspanner auch ein bisschen abändern. Das wird auch bestimmt für viele interessant sein, die auch eine ähnliche Maschine haben. Zuallererst mal was Grundlegendes. Was für eine Maschine ist das hier? Das hier ist eine Güte BV20 Drehmaschine. Ich denke, das hier ist auch ein sehr, sehr gutes Zwischenmaß für viele zu Hause, denn die bekommt ihr durchaus noch unten in den Keller getragen. Das ist zwar ein bisschen umständlich, die wiegt so, glaube ich, um die 170 Kilo, glaube ich, aber das geht noch. Also man kann sie mit zwei Leuten noch irgendwie tragen. Wir haben sie nämlich damals auch in meine Werkstatt getragen. Das Untergestell müsst ihr euch, wie gesagt, wegdenken und so grundsätzlich ist das Teil auch eigentlich ganz cool. Der Vorschub hier unten ist zwar nicht so wirklich zu gebrauchen, aber dafür kann man sie in einer langsamen Drehzahl gut beanspruchen. Das heißt, man kann auch Späne von 2, 3, 4 mm tatsächlich ganz gut abnehmen. Vor allem der Riesenvorteil bei der Maschine ist halt jetzt auch einfach, dass sie keine 2 Tonnen wiegt und sie halt da für viele schon mal komplett wegfällt. Also, das ist die Maschine, mit der ich die letzten Jahre auch gearbeitet habe. Aber heute, wie gesagt, will ich das Ding mal ein bisschen verbessern, denn da sind so ein paar Punkte, die nicht so schön sind. Die werde ich euch kurz mal zeigen. Es soll jetzt nicht um Vorschub gehen oder, es soll hier einfach so um das grundsätzliche Bauteil gehen. Und zwar hier oben der Werkzeugspanner, da kann man 4 Werkzeuge theoretisch einspannen, aber so in der Praxis ist das nicht so schön. Es gibt hier Multifix-Halter und sowas wird hier in dem Video auch dran gebaut werden. Und das nächste ist die Kühlung. Wir haben hier keine Kühlung, keine permanente Kühlung, das bedeutet immer mit der Quetschflasche auf das Schneidwerkzeug die Kühlung draufgeben. Ist ein bisschen blöd, weil wenn man da viel dran arbeitet, läuft die Suppe halt irgendwann hinten runter. Ihr seht, ich habe schon ein paar Bauteile für das heutige Projekt auf der Werkbank liegen. Und zwar hat die Firma Pauli Motors mir heute mal freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Für euch als Hintergrundinformation, wie bin ich auf diese Firma gekommen? Relativ simpel. Als ich meine Horizontalfräse vor einem halben Jahr zum Beispiel gekauft habe, war ich auf der Suche nach einem SK20 Spannfutter und habe mir halt auch dort schon vor diesem Video hier öfters dort was gekauft. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, ich frage die einfach mal, ob die mir hier zum Beispiel diese Kühlmittelpumpe zuschicken wollen, damit ich das Ganze halt eben verarbeiten kann. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Sachen bestellt, zum Beispiel Drehmeißel, die werden wir auch später einmal kurz benutzen und noch so ein paar coole Gadgets, die auch einfach toll sind. Wobei ich vor dem hier ein bisschen Angst habe, weil mein Vater hat mir doch mit Beinamos auch ausgestochen. Aber hier sind so ein paar Teile und ich muss jetzt erst immer hingucken. Boah, ist so toll. Werkzeug ist immer was Schönes. Da kann ich euch gerade mal noch so einen Blick hinter die Kulissen geben und auch mal gerade so einen kleinen Tipp. Ich habe mir hier, also für euch wegen der Transparenz halber, dieses Bohrset war bereits in diesem Paket drin. Das haben die mir mitgeschickt. Aber was habe ich mir vorher schon bestellt? Ich zeige es euch mal. Hier diese 3 Bohrkassetten habe ich mir zum Beispiel schon im Vergangenen gekauft. Und da habe ich mir einmal hier diese große Bohrkassette gekauft. Da sind halt Bohrer von 1 mm bis 13 mm dabei. Und dann habe ich mir immer ganz gerne diese kleineren Sets hier gekauft. Das hier habe ich immer in der Drehbank stehen. Das hat den Vorteil, dass die Bohrer nicht so kaputt gehen, wie wenn man sie im Akkuschrauber benutzt. Da drehen sie ja gerne mal durch. Und wenn mir jetzt ein Bohrer bei der großen Bohrerkassette kaputt geht, da habe ich hier diese kleineren Sets und kann halt eben dort die Bohrer entnehmen und halt eben in die große reinpacken, damit ich halt dort immer ein vollständiges Bohrerset habe. So als kleinen Trick nebenbei. Den Drehbohrer kann man immer gebrauchen. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung von der Firma Pauli Mot. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie was zur Metallbearbeitung oder ähnliches braucht, schaut dort einfach mal vorbei. Die haben ziemlich viel an Auswahl. Und genau, in meiner Neujahresansprache habe ich ein bisschen mehr dazu gesagt, was Sponsorings und dergleichen angeht. Und weil mich das selbst ein bisschen gestört hat, habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit am Anfang von diesem Video genommen, um das euch so ein bisschen zu erklären, warum ich genau die Firma auch einfach angefragt habe. Also wie gesagt, easy peasy, damit ihr es jetzt wisst. That's it, ne? Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Dankeschön an die Firma Pauli Mot, dass das so unkompliziert funktioniert hat. Ist auch mal schön. Zu dem ersten Bauteil. Wir haben hier einmal eine Kühlmittelpumpe. Und das ist eigentlich ein echt gutes System. Wir haben hier einmal einen normalen 230 Volt Stecker. Das ist gut, weil ich habe noch einen Steckplatz an meiner Drehmaschine frei. Hier einen Ein-Ausschalter. Und dann halt eben hier einen passenden Schlauch. Und halt eben hier das Behältnis, wo das Kühlmittel drin gesammelt wird. Als erstes hebe ich jetzt mal die Drehmaschine. Ich könnte erst mal aufräumen, das ist wieder so saulade hier alles.
Das hier heute wird auch so ein kleines Improvisationsprojekt, denn ich will halt möglichst schnell alles fertig bekommen. Denn ich will ja mit der Drehmaschine an einem Projekt arbeiten und nicht an der Drehmaschine dauerhaft arbeiten. Deswegen werde ich jetzt einen kleinen Rahmen herstellen aus Winkelprofilen, damit das dann quasi so eine kleine Eingrenzung für das Kühlmittel wird. Und den werden wir jetzt mal schnell schweißen. Ich habe jetzt das Gestell unter der Drehbank ausgerichtet, habe alles gut sauber gemacht und hoffe jetzt einfach mal, dass das mit dem Silikon klappt und das Kühlmittel später das Silikon nicht angreifen wird. Ich habe das hier, wie gesagt, alles sehr gut sauber gemacht, werde jetzt hier eine Bahn unter das L-Profil legen und dann auch später noch an die Seiten. Das kommt jetzt. Das Ganze ist jetzt wieder montiert und jetzt kann ich mal hier oben das Spannen, den Werkzeugspanner abbauen. Ich hatte das sowieso alles mal auseinandergebaut, das heißt, das ist alles gar nicht so wild. Jetzt schauen wir erstmal, welche Aufnahme wir überhaupt brauchen. Hier haben wir zum einen mal das Multifix-Spannsystem. Da gibt es verschiedene Größen. Das hier ist, glaube ich, eins von den kleinsten Größen. Da gibt es wirklich sehr große. Und das hier waren auch die Teile, die in der Ausbildung immer weg waren und die haben wir immer gesucht. Und die sind halt auch mit am wichtigsten. Und das ist schön, dass ich jetzt mein eigenes Werkzeug habe, da muss ich das nur teilen. Und diese Teile hier werden wir auch später noch benutzen. Das hier war auch immer ganz beliebt bei ganz vielen Azubis. Damit kann man mich zum Beispiel die Drehmeißel in den Meißelhaltern montieren. Das Schöne hier generell ist, dass man diese Teile hier oder dass ich die Teile jetzt hier an der Drehbank baue. Und wenn da halt was nicht passt, wenn da eine Schraube zu groß, zu klein oder irgendwas anderes ist, dann habe ich eine Drehbank und da kann ich die Schraube einfach anpassen und das ist halt echt eine feine Sache. Aber vielleicht habe ich ja Glück und vielleicht passt direkt alles beim ersten Mal. So, drehen wir das einfach mal ab. So, die Schraube hier ist leider zu kurz, deswegen will ich die mal ausbauen. Ich glaube, ich habe aber noch so ähnliche. Genau, dafür müssen wir erst das hier lösen. So, ich habe mir jetzt eine Schraube zurechtgeschliffen. Die passt hier jetzt rein. Gucken wir mal. Hier ist auch mal wieder ganz interessant zu sehen, wie so eine Drehmaschine aufgebaut ist. Also es ist tatsächlich relativ simpel. Man muss viele Teile einmal rausdrehen, damit man sie da rausziehen kann, damit man hier oben diesen ganzen Bettschlitten auseinanderbauen kann. Das hier ist übrigens das Gewinde, das Messinggewinde, in dem hier diese Gewindestange drin läuft. Also es ist wirklich nicht zu viel. Eben ist hier auch noch meine Keilleiste rausgefallen. Die mache ich jetzt einmal kurz sauber. Denn die gibt dann auch so ein bisschen das Spiel vor, was wir hier in dem Oberschlitten haben oder halt eben nicht. Hier vorne sind die Schrauben. Die drücken hier auf meinen Schwalbenschwanz. Und den muss ich dann mit einbauen. Jetzt sind wir auf Anschlag. Und jetzt kann ich das einfach wieder reinschrauben. Kleiner Funfact, ich schraube hier oben den Oberschlitten immer bis auf Anschlag, damit ich weniger Spiel in der ganzen Drehmaschine habe. Funktioniert ganz gut. Man hat zwar dann hier oben die Funktion nicht mehr so wirklich bei den gängigen Anwendungen, aber das ist auch okay. So, mein Multifix-Spanner ist jetzt auch schon mal montiert. Ihr seht, ich habe jetzt den Multifix-Spanner eingebaut und das Ganze lässt sich hier drehen. Und hier kann ich jetzt in dieser Rasterung halt eben mein Werkzeug einspannen und das kann ich dann hiermit einfach festziehen und dann ist das Ganze auch fest. Und jetzt könnte ich theoretisch ganz einfach das Werkzeug wechseln und auch an verschiedenen Positionen halt eben montieren. Ich muss das mal ein bisschen fein einstellen, aber das hier werden wir uns gleich sowieso noch genauer anschauen. Bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen was drehen werden und die Multifix-Spanner auch so richtig benutzen werden, kümmere ich mich jetzt erstmal noch hier um den Kühlmittelbehälter. Den werden wir einmal unten drunter positionieren und dann mal auch hier die Schläuche verlegen. In der Schnelle habe ich mir gerade hier einen fixen Halter gebaut, damit ich hier oben das alles dann auf meinem Oberschlitten montieren kann. Das werden wir jetzt mal festschrauben. Das kann ich jetzt einfach nehmen. Da habe ich hier diese kleine Spannschraube. Das soll ja einfach so ein bisschen draufdrücken. So, haben wir das schon mal.
Oh, jetzt sind die Schrauben zu groß geworden. Machen wir jetzt mal den ersten Test. Ich habe hier Cool Run B, das ist mein Kühlmittel, was ich benutze. Da haben wir ein Mischungsverhältnis von 1 zu 20. Das kann ja mal was werden. Wenn die Maschine anfängt zu rosten, war es anscheinend zu wenig. Na, dann probieren wir es mal aus. Ich werde jetzt erstmal hier unten in die Aufnahme das Kühlmittel reinmachen. Das funktioniert eigentlich ganz gut sogar schon. Eigentlich schon nicht immer jetzt verkehrt. Ich könnte aber auch den Schlauch dran machen. Ich muss, glaube ich, auch mal ein bisschen regeln. Es kommt ja viel zu viel gleich raus. So, wenn ich jetzt was am Drehen bin, dann kann ich hier die Kühlung passend auf das Werkzeug richten und kann dann halt eben hier das Ganze einschalten und kann es hier auch ein bisschen regeln, weil das ist ja viel zu viel. Das werden wir auch gleich noch einmal in Action sehen. Dann läuft das Ganze hier an der Maschine runter und hier unten in das Auffangbecken und eigentlich das hier ist so der Arbeitsbereich, wo ich mich befinde. Und hier läuft alles wirklich unten in das Auffangbecken und dann wieder unten in den Tank. Als nächstes werden wir mal ein paar Werkzeuge einspannen und dann seht ihr auch so ein bisschen die Raffinesse von diesen Multifix-Spannern und warum die so toll sind, wenn man an der Drehmaschine etwas arbeitet. Hier seht ihr jetzt ein paar Werkzeuge. Hier haben wir die ganzen Multifix-Spanner, die werden wir jetzt auch gleich bestücken. Ein paar Drehmeißel, die ich noch hatte. Diese Innendrehmeißel waren jetzt noch neu im Paket drin. Da freue ich mich auch schon gleich, die mal zu benutzen. Dann ein paar Wendeschneidplatten. Hier diese Haken sind auch noch ganz praktisch. Da kann man einfach in engen Ecken kann man halt eben zum Beispiel eine Feder reinziehen und dann halt auch noch hier. Das ist auch ganz cool. Und zwar ist das eine Reißnadel, die man wie so ein Druckminenbleistift bedienen kann. An der Drehbank angekommen, muss ich natürlich die Höhe bestimmen. Und das ist halt eben das Schöne an diesen Multifix-Spannern. Die verfügen nämlich über eine Höhenverstellung direkt an dem Multifix-Spanner. Das heißt, ihr könnt jedes Werkzeug individuell einstellen. Ich habe mir jetzt hier einfach einen Bohrer eingespannt. Und da kann ich das Ganze halt eben jetzt auf die passende Höhe direkt schrauben. Noch ein bisschen. Und dann ist hier diese Kontermutter drauf, sodass ich das einfach jetzt festziehen kann. Und dieses Werkzeug ist jetzt eingestellt. Das heißt, wenn ich irgendwie den Winkel drehe, oder es einfach durch ein anderes Werkzeug austausche. Ich habe immer direkt die passende Höhe, um direkt weiterzuarbeiten. Wir werden jetzt einfach mal eine Kleinigkeit drehen. Dafür spanne ich mir mal ein bisschen Material ein. Bei meiner Drehmaschine arbeite ich teilweise ein bisschen anders, wie es wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Deswegen variiere ich auch hier so ein bisschen immer mit der Stellung von den Drehwerkzeugen. Denn die ist ja nicht so massiv gebaut. Da funktionieren manche Stellungen einfach ein bisschen vibrationsärmer. Deswegen mache ich das Ganze hier. So, dann probieren wir jetzt erstmal die Kühlung aus. Ich könnte jetzt theoretisch das Werkzeug hier einfach weiter drehen, um dann eine Phase anzudrehen. Oder dadurch, dass ich ein Multifix-Spannsystem habe, kann ich mir jetzt einfach ein anderes Drehwerkzeug holen. Setze das hier ein, da habe ich die Höhe jetzt noch nicht angepasst. Da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen runter. So, spanne das fest und kann direkt weiterarbeiten mit dem richtigen Drehwerkzeug. Diese Seite ist plan gedreht. Als nächstes kann ich das Ganze umdrehen, kann mir wieder das richtige Werkzeug holen, kann den Winkel auch entsprechend anpassen und kann auch hier jetzt direkt wieder weiterarbeiten. Ihr habt es gerade gesehen, das Schöne daran ist halt einfach, dass ich mehr Span abnehmen kann und die Wendeschneidplatte länger hält, weil der nicht so stark beansprucht wird. Also normalerweise, wenn ich so 2 mm Span abnehme, da ging es schon ordentlich aus Material, aber durch die Kühlung hat es jetzt schon ein gutes Stück besser funktioniert. Ich will jetzt fix eine Phase dran drehen. Jetzt habe ich den Drehmeißel ein bisschen rumgedreht und kann meine Phase ganz einfach anbringen und kann das Werkzeug
jetzt auch gegen das Richtige, je nachdem, was ich machen will, eintauschen. Jetzt werden wir auch gerade mal noch was innen drehen. Dafür müssen wir als erstes vorbohren. Boah, ich habe mir gerade Daumen geknallt, ey. Als nächstes kann ich mal mit dem Innendrehen anfangen. Ich sehe jetzt gerade, dass hier der Drehmeißel vom Durchmesser her ein bisschen zu groß ist. Deswegen muss ich erst einen kleineren nehmen. So, den ordne ich ein bisschen über dem Drehmittelpunkt an. Habt jetzt auch gesehen, hier ist es dann ein bisschen einfacher, die Höhe anzupassen. Aber ich will jetzt noch gar nicht so viel drehen. Ich werde jetzt auch erst wieder die Kühlung dazu bringen. Ihr seht, man kann hiermit auch ziemlich knapp arbeiten. Der Drehmeißel ist jetzt hinten durch. Die Oberfläche innen drin sieht auch gut aus. Und so könnte ich mich jetzt vorarbeiten, wenn ich zum Beispiel den großen gleich noch benutzen möchte. Als nächstes nehmen wir den größeren Innendrehmeißel. Das reicht jetzt immer noch nicht ganz, aber ich sag mal, zu Demonstrationszwecken ist das auch jetzt okay. So, ihr habt gesehen, der ging da jetzt ganz schön vorwärts, obwohl ich ziemlich viel Spar noch abgenommen habe. Machen wir mal noch einen Millimeter. Machen wir noch eine fixe Phase innen ran. Weil Phasen mag doch jeder. Falls ihr noch nichts an der Drehmaschine gemacht habt, dann habt ihr jetzt mal so ungefähr gesehen, wie es aussieht, wenn man mit diesem Multifix-Spanner die Werkzeuge wechselt. Also es ist wirklich extrem schnell, wie man die passenden Werkzeuge montieren kann. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie passende Maße nehmen würde, um da ein Lager einzupressen, da hätten wir jetzt vielleicht schon so eine Laufrolle. Also so schnell, habt ihr gesehen, kann es gehen. Die Drehmaschine ist jetzt fertig umgebaut und ich bin wirklich super, super happy mit dem Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Allein schon die Qualmentwicklung beim Bohren, wenn man dann nur kurzweilig Kühlmittel auf den Bohrer gibt. Zum Beispiel, ich habe es vorher immer mit so einer Quetschflasche gemacht. Das war jetzt hier komplett weg und auch einfach so die Schnelligkeit, wie ich jetzt hier dieses Drehbauteil herstellen konnte. Allein die ganzen Phasen. Hier bei der Phase konnte man zum Beispiel auch bei dem alten Spanner nicht das Ganze einfach rumdrehen. Da brauchte man einen neutralen Meißel und den hatte ich meistens nicht eingespannt, weswegen ich hier dann immer so ein bisschen rumgeknaubt habe. Aber das ist jetzt nimmer der Fall. Ich kann jetzt wirklich schnell und präzise Bauteile gut herstellen. Und das wird mir auf jeden Fall für die nächsten Projekte, mit denen ich jetzt auch anfangen werde, die Arbeitsabläufe definitiv vereinfachen. Wie gesagt, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Schau mal bei der Firma Pauli Mode vorbei. Die haben echt viel, viel cooles Zeug. Und Endbauteil habe ich mir noch Oh nee, jetzt. Oh. Die haben spezielleres Werkzeug, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel diese Spannhülse, aber auch diese gängigen Werkzeuge. Und das ist halt eben gut, wenn das alles auf einer Webseite ist, wenn er in Zukunft halt eben mal noch ein bisschen spezielleres Werkzeug braucht. Das soll es für heute gewesen sein. Hier oder hier findest du jetzt noch zwei Videos und ich sag bis zum nächsten Video. Tschüss.